Wer hat Recht im Glauben? Wer glaubt richtig? Stark. Falsch. Schwach. Diese Fragen des Paulus aus dem 14. Kapitel des Römerbriefs klingen für mich äußerst aktuell. Paulus wendet sich scharf dagegen, dass eine Gruppe der Gemeinde sich über die andere erhebt, sich für besser hält und über andere urteilt. Worum geht es in diesem Konflikt? Einige in der Gemeinde leben asketisch und verzichten auf Fleisch und halten bestimmte Feiertage ein. Andere tun das nicht. Interessant ist, dass Paulus die, die sich offensichtlich mehr mühen, als im Glauben Schwächere kennzeichnet. Nach Paulus scheint hier zu gelten, je mehr Ritus, je skrupulöser die Regeln und Vorschriften eingehalten werden, desto schwächer im Glauben. Die weniger oft einen Gottesdienst nötig haben und weniger Askese betreiben, scheinen die Starken im Glauben. Das hört sich befremdlich an, damals und heute. Es scheint fast so, als wolle Paulus hier Verwirrung stiften. Stark, schwach, besser, schlechter, tiefer, flacher. Es geht ihm nicht darum zu sagen, werdet wie die Schwachen oder wie die Starken. Vielmehr billigt er allen ihre je eigene Glaubenspraxis zu. Aber darin soll es allen ausschließlich darum gehen, alles, was sie tun, zur Ehre Gottes zu tun. Er schreibt, wer Fleisch isst, tut es zur Ehre des Herrn, denn er dankt Gott dabei. Und wer kein Fleisch isst, unterlässt es zur Ehre des Herrn und auch er dankt Gott. Alles zur Ehre Gottes mit Dank.
Diese Haltung verändert das Miteinander. Der oder die andere kann sein. Und ich kann lockerer und verkrampfter damit umgehen. In unserer Unterschiedlichkeit zu glauben und zu leben, können wir sehen, dass wir einander bereichern und beschenken. Wenn wir bereit sind, Hochmut und Überheblichkeit abzulegen und uns bewusst zu machen, dass, wie Paulus es sagt, wir alle dem Herrn gehören.